Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Deponia. In der letzten Folge sind wir hier, so gesagt, angekommen und jetzt haben wir einen Doppelgänger gefunden und bla 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 bla. Ich möchte das gerne essen. Darf ich es nicht essen? Kann ich es essen? Sardellen am Spieß, Danke. die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen. Is. Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Ja, schön. Oh mein Gott. Nein, weiter. Einfach weiter. So, jetzt bitte ich dich mehr nach oben zu gehen, okay? Ich habe jetzt so einen kleinen Hilfe-Goodie an hier von Deponia, weil ich glaube, ich bin einfach zu dämlich für das Spiel. Das ist jetzt das hier, was wir, glaube ich, brauchen. Also das ist, leuchtet ja. Der Zuckerwattenmaschine. Hoffe ich mal. Okay. Dann müssten wir einmal hier hin. Ah ne, einmal hier die Lampe. Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Glaubst du? Okay, jetzt haben wir halt diese Nische. Jetzt können wir Da halt uns fehlt ein das Stück. Loch angucken. Zabalot, der schon nun. Zabalot Ja. und nun. Hier, ich habe Der Kaugummi. Kaugummi, der ist zu trocken. Ich weiß. Schreib mich nicht an. Das muss er wieder. Genau wie ich. Und hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Toll. Mist. Ja, Mist. Mist, 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 Mist. Aber jetzt können wir halt auch gucken. Jetzt können wir mal die Zuckerwatte nochmal rausnehmen. Dann können wir noch mal hier, oh, dann können wir noch mal hier gucken, was da Sache ist. Aha. Das Mosaik, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grill-Donnerstag. Anscheinend. Dann nehmen wir das auch Danach. nochmal zurück. Dann gehen wir mal hier hin. Inventar? Spiele? Das Spiel ist gerade stehen geblieben. Okay. Ich würde mal dich gerne entführen. Achso, hast du jetzt die nicht mitgenommen? Geh nochmal zurück und bitte nimm dies mit. Danach kann man. Gut, nimm mich bitte nochmal mit, danke. Und wow, oh mein Gott, Rufus. Und diese telekinetischen Kräfte. Ah. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Cool. Okay, wir haben jetzt das gefunden. Kann ich nochmal einen Sardellenautomaten haben? Hier. Einmal den Fisch. Gut, dann kann ich das nochmal essen. Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Ist ruhig. Ist komisch. Da ist doch verdammt. Ach, jetzt kann ich das nicht essen. Ich ist komisch. Verdammt. Er hat uns durchschaut. Schnell weg. Oh Mann, ich finde das manchmal echt zu lustig. Aber jetzt kann ich das hier einfach so eindingsen, oder was? Maschine? Mat. Ich. Nee, kann ich nicht. Okay. So, weiter gucken. Schlau werden. Schlau werden. Schlau werden. So. Hier, okay. Okay. YOLO.
Cool, super. Aha, ja, cool. Jo, cool. Ja, aha, ja, cool. Perfekt. Oh, ja, super, super, super. Jo. Ah, das habe ich schon, das habe ich auch schon, das habe ich auch schon, das habe ich alles schon. Okay. Gut, dann muss ich halt jetzt wahrscheinlich wieder dahin. Und dann brauche ich halt die Zuckerwatte, um das Licht halt zu bekommen. Super, danke schön, Rufus. Das hilft mir sehr weiter, dass du nicht dahin gehen musst. Ah, und dann geh mal bitte zur Nische. Und guck dir mal bitte an, wie wir das am besten dahin bekommen. Da fehlt ein Stück. Da fehlt ein Stück Scheibe, das hast du richtig erwartet. Aber wie kriege ich denn jetzt die Scheiben denn da? Wie hat er denn jetzt den Kaugummi da so klein gemacht? Ganze Zeit? Ganze Zeit schon? Das ist doch nicht wahr. Okay, so. Muss nochmal. Da war der Kaugummi auch schon. Okay, gut. Ein Moment, ein Moment, ein Moment. Stelle ich mich gerade richtig doofi an? Ich glaube, ich stelle mich gerade richtig doofi an. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Mensch, Spiegel, bitte. Reg mich nie auf hier. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift. Immerhin, genau. Und jetzt. Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Ah, genau. No way. Aber ich finde schon, dass es, wenn er dahin passt, ne? Nicht. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein! Geh rein! Verdammtes Ding, du sollst! Upsi! Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit! Dammit. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Ach, na dann nehmen wir mal den Kaugummi mit, ne? Allerdings auch nicht besser als vorher. Oh, Taschenlampe. Ich hätte schon was anderes wieder gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. Rufus. Rufus. Okay. Aber wir gehen erstmal. Wozu braucht er noch mal eine Taschenlampe? Irgendwas war doch. Braucht doch irgendwo zu eine Taschenlampe, oder nicht? Weil es zu so dunkel ist. Ich spare mir. Nee, das nicht. Ich spare mir. Nee, wir gehen erstmal wieder diesen Weg hier lang und dann gucken wir mal, was wir am nächsten machen können hier. Oder am nächsten machen können. Hier lang. Ich habe dahin geklickt, okay? Ich habe dahin geklickt. So. Gut, dann werden wir mal die Kombination jetzt hier trollen. Bitte. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd?
Oh, ich so film, ja. So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Oh. Ein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Mach das, Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Gucken wir mal hier. Ich war noch nie so nah dran. Aber auch schon so weit fern. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Mach doch mal runter. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte. Ich spare mir mein... Ist das dein Ernst? Muss ich jetzt erstmal nur den Hebel drücken, oder was? Gut zu wissen. In Elysium und Konfetti. Oh, Junge. Puh. Was ist damit Puh? Puh. Okay. Schnörkel auch noch. Gut, den können wir auch wieder mitnehmen. Ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, was das angeht. Oh, oh, oh. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Oh. Hallo. Amtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Den kein 4D-Fernseher. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Okay. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Okay, dann gehen wir mal hin. Oh Mann, jetzt wird's, ja. Cletus, Rufus, endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen, ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber.
Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum, du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Oh Mann. Der Deal steht also noch. Nur, wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich habe zuerst gefragt. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, Boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen sagen wir einfach... Für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe, mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses' Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber... Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen... Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratz, fatz. Puh. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll,
Das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf der Ponia gibt, damit der Ponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo! Dann hast du ja doch alles verstanden. Sein yes. Lächeln. Oh, Junge, ich bin so gut, ich bin so... Oh. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was. Der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll. Wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Mhm. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Ich gehe und hole Goal. Ja. Endlich. Gut. Aber... Oh Gott, was ist denn das noch hier? Finger weg. Verdammt. Okay. So, auf jeden Fall war es das jetzt mit der Folge von Deponia. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst gerne einen Daumen, da kommentiert nicht vergessen. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei einer weiteren Folge. Bis dahin sage ich dann bye bye.